Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht jetzt hier kein Video im Hintergrund oder irgendwie was. Ihr seht jetzt einfach nur ein Black Screen, weil ich einfach überhaupt keinen Bock mehr habe. Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr. Ich habe nämlich eine wunderschöne E-Mail bekommen von Mediamarkt. Das hat gefühlt ganz Deutschland, die ganze Welt bekommen. Die ganze Welt hat so eine scheiß E-Mail bekommen. Ja, ey, Leute, es kann einfach nicht sein. Ich steigere mich da jetzt schon wieder rein. So, versuche jetzt erstmal ein bisschen ruhig zu bleiben, Leute. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Lasst gerne ein Like da. Teilt dieses Video gerne mit euren Freunden. Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr. Jedenfalls habe ich eine schöne E-Mail bekommen zur PlayStation 5 und ich fühle mich so richtig. Ich versuche hier auch wenig Kraftausdrücke zu benutzen, weil ich auch dieses Video, ja, ein bisschen Geld vielleicht damit verdienen möchte, ne? Wisst ihr Bescheid? Ein bisschen Werbung und so. Ja. Sony. Was soll die Scheiße, Mann? Jetzt wurde meine scheiß Mediamarkt-Bestellung storniert, Leute. Mein Mediamarkt-Bestellung wurde storniert. Sie wurde einfach, also, die wurde ja nicht storniert, aber da steht halt, sie haben vorbestellt, aber juckt uns nicht. Die kommen die später und mimimi. Die ganzen. Ich muss erst ein bisschen runterkommen, wartet mal. Jedenfalls, auf Twitter ist. Das ganze Twitter ist voll. Mit solchen E-Mails, man konnte die ja überall vorbestellen. Ja, ich habe extra 50 Minuten gewartet, weil Mediamarkt ist und Saturn haben es nicht geschissen bekommen, ihre Websites da zu optimieren, weil da zu viele drauf waren. Die sind die ganze Zeit immer abgekackt. Naja, dann habe ich da 50 Minuten gewartet. Ja, habe in den 7 Minuten da meine Bestellung getätigt. Das war ungefähr vor 1,5 Monaten, keine Ahnung. Und jetzt fällt denen auf, im Zuge der Bearbeitung ihrer Vorbestellung Sony PlayStation 5 müssen wir leider feststellen, dass wir ihnen derzeit aufgrund der sehr hohen Nachfrage bei den Bestellungen nicht zusichern können, die mit den gewünschten Artikeln bereits zum Erscheinungsdatum am 19. November 2020 beliefern zu können. Hierfür bitten wir Sie um Verständnis und Entschuldigung in aller Form. Ja, was für Verständnis? Das fällt denen 1,5 Monate später auf. Ich freue mich da jeden Tag wie ein Kind. Ich zähle jeden Tag runter. Ich, wirklich, jeden Tag zähle ich runter. Ich erzähle von der PS5 jeden Tag, dass ich mich da so darauf freue. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich habe meiner Freundin gesagt, dass der 19.11.2020 der beste Tag meines Lebens wird. Und was passiert? Jetzt kommen die mit so einer E-Mail um die Ecke. Leute, ich habe geschlafen. Nee, ich wach so auf. Sehe so eine neue E-Mail vom Mediamarkt, hab schon Angst bekommen, Leute. Und dann einfach sowas. Ich verstehe es einfach nicht. Diese ganzen großen Influencer bekommen die 2 Wochen vorher und für den normalen Bürger, das juckt die einfach nicht. Das juckt die einfach nicht. Das juckt die nicht. Das juckt die absolut gar nicht. Das regt mich so auf. Die ganzen Influencer mit 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Abos bekommen das Ding halt von Sony in den Arsch geschoben. Und man selber so, ja, ne, sie haben es zwar vorbestellt, aber wurde alles gecancelt. Ja, super, wunderbar. Und die ganzen anderen Leute, Rapper oder so, haben es schon 1 Monat oder 1,5 Monate vorher bekommen. Für die normalen Leute juckt das. Das ist so lächerlich, ey, ohne Spaß. Das ist wirklich die größte Enttäuschung meines Lebens, dass ich habe das vorbestellt, Leute. Ich habe das wirklich vorbestellt. Und ich bekomme es jetzt anscheinend nicht. 500 € in eine Vorbestellung reingegangen. 500 €, Leute. 500 € für die Vorbestellung. Ich hab mich da so drauf gefreut. Ich fühle mich halt einfach verarscht, Leute. Ich fühle mich halt einfach verarscht. Ich habe gar keine Lust mehr, ganz ehrlich. Wisst ihr, so, es wären noch 13 Tage gewesen, dann hätte ich dieses Ding in der Hand gehabt und jetzt wurde auch nicht. Das regt mich halt einfach auf. Leute, wenn es bei euch auch so war, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich fühle mich halt einfach wirklich nur maximal verarscht und, ja, was bringt mir die Vorbestellung, wenn ich an das Teil wahrscheinlich erst im Januar oder Februar rankomme, wenn überhaupt. Also, es ist halt wirklich einfach nur traurig. Nee. Ich habe da jeden Tag jeden von erzählt und jetzt wurde sozusagen meine Bestellung ja jetzt nicht storniert, aber ich werde halt da nicht rankommen. Also, ich werde da nicht rankommen. So, die Infos, die ich mir angeschaut und durchgelesen habe, vorher halt schon, für die Leute, die an der, ja, PS5 jetzt nicht rankommen und nicht hätten vorbestellen können, die kommen da erst im Januar oder Februar ran. Vielleicht komme ich auch erst im März daran. Ich meine, was ist denn? Was soll denn das, Digga? Ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf und ach, Digga. Ohne Spaß, ich habe mich jetzt hier schon wieder ein bisschen beruhigt, aber ich bin halt einfach todtraurig, Leute. Teilt dieses Video gerne mit euren Freunden, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin einfach nur todtraurig und morgen früh kommt dann wieder ein neuer Livestream. Wenn ich dann, ja,
mich dann wieder besser fühle. Heute ging es mir echt beschissen, hab dann geschlafen, jetzt geht's mir wieder relativ gut. Seh diese E-Mail, jetzt geht's mir wieder scheiße und ja, Leute, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ich bin mich jetzt ein bisschen beruhigt, sauer und traurig bin ich immer noch. Ja, Leute, einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, eure Bestellung wurde nicht storniert. Wenn die nicht storniert wurde, dann ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich denke mal, bei den meisten Leuten, die werden jetzt eine E-Mail bekommen haben oder noch bekommen. Ich verstehe nicht, was denen das, also man weiß, dass die PS5 knapp ist. Ich dachte mir so, ja, hast du eine abgestaubt, sehr schön. Aber dass denen das so nach anderthalb Monaten so einfällt, ist, finde ich, ziemlich frech. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, Sony und Mediamarkt und Mediamarkt und Saturn können, obwohl, die hätten ja vielleicht auch mal eher Bescheid geben können oder mal wirklich mal gucken können, ja, wie viel haben wir denn davon auf dem Lager? Vielleicht machen wir ja dann, wenn wir dann die ganzen Bestellungen canceln oder dann schreiben, dass es dann doch nicht ankommt, vielleicht machen wir dann den einen oder anderen traurig, der jetzt vielleicht gerade vor seinem Mikrofon sitzt und wo das so das Einzige dieses Jahr so wäre, was ihm, ja, was ihm so richtig viel Freude bereiten könnte. Interessiert die anscheinend gar nicht, also Medienmarkt, vielen lieben Dank. Ja, ihr habt mich an der E-Mail um Entschuldigung gebeten. Nehme ich an der Stelle nicht an. Sony, ich finde es halt nicht, ich fühle mich halt einfach nur verarscht, Leute. Ich fühle mich halt wirklich einfach nur verarscht. Gut, Leute, ja. Jetzt glaube ich, nee, hat sich doch nicht aufgehangen. Alles klar, ich dachte gerade mein, ja, wisst ihr was, ich, ganz dreckig, machen wir noch die 8 Minuten voll, Leute. Ja, PS5, Leute, es ist einfach nur traurig. Ich fühle mich einfach nur verletzt, wirklich. Ich habe mich da so doll drauf gefreut und ihr wisst es ja halt auch. Ich habe da immer im Stream von erzählt, immer von der PS5, ne. Jetzt werde ich halt schon wieder mega traurig. Ja, ich mich da so derbe drauf freue. Ich habe quasi die Tage runtergezählt. Ich wollte selbst einen Timer in meinem Stream einfügen. Ja, wann denn diese wunderbare, wunderschöne Konsolen endlich rauskommt und wirklich, Sony, die scheißen so hart rein, ich verstehe es einfach nicht, Leute. Ich verstehe es einfach nicht, wie eine Firma so reinscheißen kann, Leute. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, klar, wir haben Virus und alles und weiß ich, ne, aber, ey, Leute, das kann doch einfach nicht sein. Das können die mir doch nicht antun, ganz ehrlich. Das hätte mein Kanal wahrscheinlich noch, erstmal hätte ich die unboxed, ich hätte so viele Videos zu der rausgehauen, wisst ihr, wie ich meine, und, tja, wird jetzt wahrscheinlich nicht so sein, ich weiß es nicht, man weiß ja nicht, wann die ankommt, also, ja, ich habe da jetzt auch relativ wenig Lust, jemanden anzurufen bei Kontakt, weil ich diesen Mitarbeitern auch nicht auf den Sack gehen will, da die dann in irgendeinem Callcenter irgendwo in der Walachei arbeiten, ja, weil ich denen das auch nicht antun möchte, die da voll zu schnauzen, habe ich ehrlich gesagt auch wenig Lust drauf. Ich werde es vielleicht morgen machen oder übermorgen oder überübermorgen. Morgen ist Samstag, naja, wird wahrscheinlich eh keiner mehr arbeiten. Aber am Montag werde ich wahrscheinlich da mal anrufen, ganz entspannt, wenn ich wieder ein bisschen runtergekommen bin. Ja, Leute, was will man dazu sagen, ne? Also, ganz ehrlich, ich bin froh und bin auch sehr stolz auf mich, dass ich in diesem Video hier eigentlich gar nicht rumgeschrien habe. Ist für mich auch mal eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil ich hätte wirklich ausrasten können. Es liegt halt auch daran, dass ich halt, ja, ziemlich gut gerade geschlafen habe. Ja, Leute, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in den in die Kommentare. Ich, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch machen soll, weil ich dachte, es gibt meinen Kanal wieder so richtig schönen Boost mit der PS5 und so und dann richtig viele Videos dazu raushauen und wird jetzt anscheinend wohl nicht. Wir müssen halt einfach nur abwarten und, ja. Wenn du eine PS5 vorbestellt hast, dann, und das bei dir auch der Fall ist, ja, schreib mir gerne mal in die Kommentare und, ja, Leute, haut da rein, bis zum nächsten Mal und, ja, schönen Tag euch noch. Ciao.